Die Kamera kann den blauen Hintergrund nicht erkennen. Blau ist der Hintergrund nur aus einem Grund, und zwar, weil im menschlichen Körper dieses Blau relativ viel selten vorkommt, deswegen nimmt man für sowas immer Farben, die man eben hier nehmen kann. Also zum Beispiel gibt es auch ein Giftgrün, total wurscht, Hauptsache kein Rot, das ist eben ein bisschen schlecht. Und ja genau, also der Hintergrund wird dann quasi über diesen blauen Hintergrund drüber gespielt, weil diesen blauen Hintergrund kann die Kamera eben nicht erkennen. Und jetzt müsst ihr zwei Beispiele mal zurückgehen, macht mal alle die Arme auseinander. Ja. Und dann nehmt ihr euch gleichzeitig drüber. Und dann nehmt ihr gleichzeitig hier. Und dann duckt ihr euch. Ja, und dann winkelt ihr nochmal. Man kann sich also vorstellen, wie man das wirklich, dass er wirklich gedreht hat. Der Schatten, den man jetzt noch drauf sieht, der ist ganz einfach wegzukriegen. Nämlich man rutscht den Drachen noch einen halben Meter weiter nach vorne und dann fällt ihr nicht auf den Boden. Wenn das komplett einfacher ist, aber man kann noch was ganz Hübsches machen. Man kann nämlich Sachen in den Vordergrund halten, die dieselbe Farbe haben wie der Hintergrund. Bei Harry Potter hat einen Zauberumhang, mit dem man sich unsichtbar machen kann. Und das funktioniert einfach so, dass man quasi den Schauspieler vor eine blaue Wand stellt und dann drückt man den blaues Tuch in die Hand. Und wenn er sich das blaue Tuch vorzieht, dann verschwindet er eben im Hintergrund, weil... Und... Jetzt hat man hier noch ein bisschen mehr gedreht, als in die Flugszenen, nämlich auch den Sumpf der Traurigkeit. Und er sah so... Jetzt kaufen wir uns die aus. Es geht auch immer schneller, aber wirklich nicht 100% so wie es genau. Und Geld nimmt sich dann dreimal auf und dann wird es Schweinsfragen.